Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, eurem Like You Fuchs, und heute mal mit Karos Online. Ich selber habe keine Ahnung, um was es geht in dem Spiel. Ich weiß nur, es ist ein russisches Spiel und steht bei Steam kostenlos. Könnt ihr das runterladen und auch spielen. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob es ein Let's Play geben wird, beziehungsweise ob man das überhaupt richtig Let's Playen kann, um was es da überhaupt geht in dem Spiel. Und ich weiß nur so viel, dass es auf jeden Fall russisch ist. Man kann die Sprache auch noch ändern. Das wird, denke ich mal, werden wir auch noch dann ändern. Aber jetzt machen wir einfach mal, legen wir mal direkt los und gucken, was uns da Schönes erwartet in dem Spiel, denn ich habe wirklich keine Ahnung. Und so, also hier kann man auf jeden Fall schon mal sich raussuchen, als was man spielen möchte. Auf jeden Fall kann man wirklich sagen, für das, dass es russische Software ist, beziehungsweise auch Programmierung, kann man wirklich sagen, also einfach bis jetzt wunderbar gelungen. Denn wie gesagt, wenn wir das Spiel dann spielen sollten, wird es natürlich dann auch in Englisch sein, denn Deutsch wird es, glaube ich, nicht geben, so viel wie ich gelesen habe, denn es ist wirklich ein rein russisches Spiel, steht kostenlos zur Verfügung bei Steam, könnt ihr euch runterladen und dann, wie gesagt, könnt ihr, wenn ihr Russisch könnt, könnt ihr es auch in Russisch dann spielen oder natürlich dann in Englisch. Das wird dann auch, wie gesagt, falls wir es spielen sollten, wird es dann also auch dann in Englisch sein. Wird es in Englisch sein. So, wir gucken erstmal hier. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal den Krieger. Und suchen uns mal einen schönen Namen aus. So. Also die Grafik ist, wie gesagt, bis jetzt wirklich momentan richtig hammer geil. Also da kann man wirklich nichts sagen. So, die Frisur. Auch schön. Da würde ich sagen, nehmen wir Typ 2, war okay. So, dann die Haarfarbe. Würde ich sagen, ja, passt auch. Das passt auch soweit. Okay. Dann würde ich sagen, mal legen wir los. Das passt. Und gucken uns mal an. So, mal drehen können wir uns auch. Wunderschön. Ja. So, was los? Warum geht's jetzt hier nicht weiter? Achso, okay, speichern. So, hallo? Okay, so. Warum jetzt? Ich glaube, gibt schon den Namen. Machen wir mal Like You Fuchs. Und dann legen wir los jetzt aber. Hallo? Ja, alles klar. Den Namen gibt es auch schon. Test 115. So. Jetzt aber speichern. So, ja, genau, jetzt. So, gucken wir mal, ob wir noch eine zweite. Nein, okay. So, dann gucken wir uns einfach mal die Grafik an, würde ich sagen, noch zu diesem Spielchen. Der Anfang, die Story, wie auch immer, wird natürlich, denke ich mal, auch in Russisch sein. Also man muss vorher noch einstellen, dass es natürlich auch in Englisch ist. Sonst hat man wirklich die ganze Zeit über das Spiel, man sei in Russland.
Und das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck, dass man dann überhaupt nichts versteht, denn mein Russisch ist auch nicht gerade das Beste. Und deswegen werden wir auf jeden Fall dann, wenn wir das Spielchen Let's Playen werden, das Ganze dann in Englisch fortsetzen, denn da funktioniert dann wirklich alles besser. Aber Russisch ist eben nun mal in diesem Spiel Nummer 1. Die Entwickler natürlich Russisch und von daher, wie gesagt, kann man schon mal eigentlich bis jetzt von der Grafik her überhaupt gar nicht meckern, denn eigentlich sind so Spiele hauptsächlich bekannt aus Japan, China und so weiter und so fort. Und da weiß man eigentlich, die machen dann wirklich auch richtig, richtig geile Grafiken. Aber aus Russland hier mit Karos, glaube ich, ein sehr gutes Spiel. Und gibt es, glaube ich, jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, seit knapp 15 Tagen zur Verfügung. Aus Steam, kostenlos natürlich. Und da könnt ihr euch das Spiel also dann auch runterladen und selber dann auch mal spielen. Ich habe mir einfach jetzt mal gedacht, ich möchte es euch schon mal ein bisschen zeigen und dann, wie gesagt, die Überlegung, was wir eigentlich überhaupt dann, ob wir dann das Spiel überhaupt weiterspielen werden oder eben auch nicht, denn bis jetzt kam eigentlich soweit. So. No. Ja, genau. So, gucken wir uns einfach mal erstmal ein bisschen die Grafik an und die Steuerung. So. Okay. Also sie sieht auf einmal schon mal richtig geil aus. Also wirklich hammer geil. Das erinnert mich auch an so ein Spiel, wo es vor knapp 4 Jahren auch zum Download gab. So. Wo man eigentlich dann auch natürlich mit anderen Spielern online zockt. So, hat auch ein bisschen was, finde ich, von World of Warcraft. Wenn mich das jetzt gerade so ein bisschen... die Grafik und sowas. Auf jeden Fall ist wirklich bombastisch. Natürlich könnt ihr dieses Spiel natürlich online mit anderen... mit anderen Leuten spielen, gar keine Frage. Aber wirklich richtig geil. Also ich denke mal, wenn das so wirklich funktioniert, wie ich mir das alles vorstelle, so Türen öffnen, können wir irgendwie nicht. Kürbis nehmen. Geht das wenigstens? Hm. So. Okay. Ja, die Grafik muss ich auf jeden Fall, die Sprache, also das hat keinen Wert, weil Russisch, da kommen wir wirklich nicht weiter. Aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, so zum Testen, passt es eigentlich wunderbar, also von daher. Wie gesagt, und dann halt auch die Frage, sollen wir es dann spielen überhaupt? Lohnt sich es zum Let's Playen? Ich weiß gar nicht, also da gibt es auch dann... bestimmt nicht irgendwie dann, wo es heißt, ja, jetzt das Kapitel ist zu Ende, sondern das wird dann so ein Spiel sein, wo ein bisschen ins Unendliche geht. Also da kann man dann wirklich sagen, hier ein Spiel, wo nie zu Ende geht. So, wir gucken uns einfach mal ein bisschen noch uns alles genauer an. Und dann könnt ihr ja auch mal schreiben in den Kommentare, was ihr dazu meint zu dem Spiel. So von der Grafik her, soll man das spielen? Was meint ihr dazu? So. Jedenfalls muss man wirklich sagen, also da haben die Russen wirklich ein richtig geiles Spiel eigentlich entwickelt und dann auch noch, dass es dann kostenlos zur Verfügung gestellt wird bei Steam, also da kann man nichts sagen und dann auch noch, dass es wenigstens auch noch in Englisch dafür dann die passende Konfiguration dazu, dass es auch dann natürlich auch in Englisch gespielt werden kann, also von daher passt es dann. Eigentlich schade, dass es auch nicht noch die deutsche Sprache gibt, denn
Es ist immer schön, wenn man auch dann die Heimatsprache dann spielen kann, aber so. Also von daher. Gut. Also habt ihr schon mal einen kleinen Überblick, einen kleinen Einblick bekommen in dieses schöne Spielchen. Karos nennt sich das Ganze. Und ja. So. Okay, dann haben wir das auch schon mal. So, hier. Auch nicht schlecht. Okay, gut. So, unser erster Kampf. Auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr so zu dem Spiel meint. So, was ihr jetzt gesehen habt in den paar Minuten hier, wo wir das Spiel spielen. So, ich würde sagen, wir killen hier noch mal ein paar Spinnen. Nehmen hier das auch noch alles mit. Denn wie gesagt, also wenn wir das anfangen sollten zu spielen, kann ich euch schon mal sagen, wird es natürlich kein Ende geben. Also das ist ein Spiel, wo dann wirklich bis zur Endlichkeit gehen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann hier noch irgendwie dann okay. So, aufgelevelt haben wir auch schon. Ah, shit, shit. Auch die Sounds richtig geil, finde ich eigentlich. Also, da haben wirklich, also da haben die Russen wirklich richtig ein geiles Spiel, finde ich, gemacht. Und dafür, dass es also auch wirklich kostenlos ist, kann man wirklich da also überhaupt nicht meckern. So, jetzt nehmen wir hier mal die Kisten mit. So. Und auch schön, uah. Also auch schön, dass wir dann gleich am Anfang dann so ein bisschen reinkommen ins Spiel, gleich wie mit der Steuerung, und dass hier dann auch gleich ein paar leichte Gegner auf uns warten, dass man auch schon mal ein bisschen da mit der Steuerung zurechtkommt, wie man eigentlich das dann richtig spielt. Aber wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare dazu, was ihr so meint. Sollen wir das Spielchen mal anfangen zu spielen? Und würde mich einfach mal interessieren, was ihr dazu meint. So, auf jeden Fall, ihr habt einen Einblick bekommen in das Spiel. Wenn wir uns dann sehen beim nächsten Mal, dann wird es natürlich in Englisch sein. Denn mit Russisch kommen wir wirklich dann, glaube ich, in diesem Spiel nicht wirklich weiter. Denn, ja, mein Russisch ist nicht gerade sehr gut, sagen wir es mal so. Also von daher würden wir uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal sehen, dann in englischer Sprache. Oder es gibt die Möglichkeit natürlich auch, dass noch die deutsche Variante dazukommt, dass da ein bisschen von den Russen noch was dazukommt, dass es vielleicht dann auch in Spanisch und Französisch und was weiß ich noch rauskommen wird, weiß ich nicht. Denn es ist, kann man eigentlich sagen, auch noch so, ja, kann man sagen, eine Alpha-Version eigentlich eher nicht, denn ein ausgereiftes Spiel, also es wird auch noch weiterentwickelt an dem Spiel, aber es ist eben halt kostenlos auf Steam, das ist wieder das Schöne. Also, gerade zum Vergleich zu The Forest, wo dann noch in der Alpha-Version ist mit den ganzen Bugs und sowas, kann man jetzt dieses Spiel eigentlich schon mal nicht vergleichen, aber es wird auch natürlich da noch weiterentwickelt. Und, aber im Großen und Ganzen ist hier schon mal wirklich, kann man sagen, ein sehr gutes Spiel gelungen für die Russen, also da muss man wirklich sagen, da können sich die Japaner fast ein Stückchen schon abschneiden, denn man weiß ja eigentlich, so Spiele sind meistens, beziehungsweise kommen meistens eigentlich aus Japan oder China, und dass hier die Russen dann auch so ein Spiel entwickeln mit Karos, also da kann man eigentlich nichts sagen, von daher. Und natürlich auch schön, dass man dann auch mit anderen Spielern online spielen kann. Von daher finde ich das eigentlich mal gar nicht so schlecht. Denn es hat dann halt auch ein bisschen was von, ja, es wird auf jeden Fall einem dann nicht langweilig, weil man kann sagen, hier, wenn man eine Mission hat, komm, Leute, wir machen mal die Mission zusammen. Und natürlich, dass man auch mit den anderen Spielern sprechen kann. Von daher. So.
bevor ich hier gleich mal das Ende mache, werde ich noch ein bisschen rumgucken und dann, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu meint zu dem Spiel. Und dann, ja, wird's auf jeden Fall, denke ich mal, wenn ihr Lust und Laune habt, werden wir da ein Let's Play machen. Und, na, auf jeden Fall, die Steuerung ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Also von daher kann man im Wasser laufen. Oder, ja, man kann im Wasser laufen. Ja. Oh, okay. Ich glaube, hier sollten wir ein bisschen, okay, sehr gut. So, das nehmen wir natürlich erstmal mit. Ja, ist schade, wenn man dann eine Einstellung hat. Das ist ja sozusagen die Voreinstellung. Also Russisch natürlich. Also ihr müsst es dann auch selber einstellen, wenn ihr das Spiel noch spielt. Da muss ich dann auch mal gleich mal gucken, wo man dann direkt die Sprache einstellt. Oder beziehungsweise, ob man dann noch dann das passende Dings dazu runterladen muss, dass es natürlich dann in Englisch ist. Das weiß ich nicht. Das werde ich gleich mal auf Steam noch gucken. Auf jeden Fall habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was wäre, wenn wir dieses Spiel auch spielen, Let's Playen werden, nämlich Karos. Und so, das sind die Waren, okay. Also wirklich, und die Grafik, also wirklich sehr berauschend. Also ich weiß nicht, ich finde es eigentlich wirklich, hat was. So. Dann oben auf der Karte natürlich, könnt ihr sehen, so, das ist der Handelsmarkt, okay. Was haben wir hier? Okay, dann die Schmiede. Okay. Ja, das war Dings, glaube ich, für Ausrüstung so, genau, okay. Alles klar. Also ihr seht auch dann, wie viele Spiele online sind, also ja, also von daher, das war also für euch der kleine Vorgeschmack auf Karos. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu meint, so, was ihr für eine, ja, was ihr dazu meint, ob es euch Spaß machen wird, wenn man es spielen sollte. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten richtigen Let's Play, dann in Englisch. Und wie gesagt, wenn ihr es selber spielen möchtet, unter dem Video habt ihr den Link dazu auf Steam, dann könnt ihr es euch auch runterladen. Und wie gesagt, dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr es auch spielen solltet. Das war Karos, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, einen kleinen Einblick in die Welt der russischen Software und Programmierung, denn auch dieses Spiel hat es wirklich, kann man sagen, verdient, dann auch gespielt zu werden, denn die Grafik wirklich einfach ein Traum. Also von daher, und auch so von der Figuren, was wir gesehen haben, kann man eigentlich wirklich sagen, also da haben die Russen den Japanern, Chinesen wirklich ein bisschen Konkurrenz gemacht mit diesem Spiel. Aber man darf es noch nicht natürlich zu viel loben, denn man muss wirklich mal gucken, wie sich das Spiel auch noch weiterentwickelt, denn es ist ja auch noch nicht hundertprozentig fertig. Also von daher kann sich da auch noch ein bisschen was tun, aber auf jeden Fall ist trotzdem schon mal schön, dass es auch ein Spiel gibt, wo kostenlos ist, gerade so ein Rollenspiel und dann mit anderen Spielern im Multiplayer. Von daher, wie gesagt, kann man da eigentlich nicht mosern. So, das war Karos. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Wünsche euch noch viel Spaß und wie gesagt, wenn ihr das wenn wir es spielen sollen zusammen, schreibt es mal einfach in die Kommentare. Der Link zu diesem Spielchen zum Download ist unter dem Video natürlich verzeichnet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier in englischer Sprache. Oder vielleicht gibt es auch noch irgendwie die deutsche Sprache zum Download. Ich weiß es nicht. Da werde ich mal mich drauf, werde ich einfach mal gucken. Und wenn nicht, dann halt in Englisch. Aber ist ja auch kein Problem. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier bei Karos. Bis dann, macht's gut und tschüss.